Das war Karnevalssonntag am 5. Februar 1967. Ich war zu Hause, kriegte ich einen Anruf von unserer Funkleitstelle. Ich möchte doch mal schnell ins Büro kommen. Man habe einen Jungen aufgegriffen. Ich also rüber, saß da ein 12-jähriger Junge aus der DDR. Aus dem Bereich Nordhausen war er mit der Harz-Querbahn gefahren, um seine Großmutter zu besorgen in Tanne. Ist also am Bahnhof Sorge ausgestiegen und dieser Bahnhof, ich sagte, einsehbar aus dem Westen, nicht? Ganz in der Nähe der Grenze. Weit und breit eine Person, kein Grenzer zu sehen, ist er da in Richtung Westen gelaufen. Dann ist er sogar noch auf einen Beobachtungsturm gekrochen und nichts gesehen, ist er weitergelaufen. Da waren Hinweisschilder nur mit Passierschein. Er hatte einen Passierschein, weil er in Nordhausen war, selbst aus dieser 5-Kilometer-Zone. Dann war da plötzlich ein Doppelzaun durchgekrochen. Gott sei Dank nichts passiert. In dem Zaun lagen Minen, nicht? Und als er dann auf der diesseitigen Seite des Zaunes war, befand er sich auf Bundesgebiet. Zufällig kam dann eine Streife des Zollgrenzdienstes vorbei, haben ihn angehalten: Junge, wo willst du denn hin? Ja, ich will meine Oma in Tanne besuchen. Ja, du bist hier im Westen. Ja, da muss ich zurück. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Weißt du denn nicht, dass da du durch den Minenzaun gegangen bist? Nö. Also haben sie ihn zur Dienststelle gebracht und dann haben sie mir den Jungen übergeben. Ja, was nun? Wenn man selbst Kinder hat und jetzt, Mensch, diese Situation, das Erste und Wichtigste für mich war, wie kann man die Angehörigen verständigen. Ich habe den Jungen geschnappt, bin mit dem Auto nach Hohe Gais gefahren, in Hohe Gais, südlich von Braunlage. Da war ein Parkplatz unmittelbar an der Grenze und da stand auch gleich ein B-Turm. Und da dieser Parkplatz sehr viel besucht wurde von Besuchern, Gruppen und so weiter, war der Turm auch meistens besetzt. Ich also da zu dem Parkplatz mit der Flüstertüte angesetzt: Bitte Offizier an die Grenze, ich möchte einen Jungen aus der DDR übergeben. Nichts passierte, im Gegenteil, verstärkte Streifentätigkeit. Jetzt saß ich da mit dem Jungen. Inzwischen hatten ringsherum Leute das mitgekriegt, was da Sache war. Dann haben sie den Jungen überhäuft mit Bananen und was weiß ich alles. Ja. Aber ich musste unverrichteter Dinge wieder zurück. Habe ich erstmal meine Frau angerufen. Habe ihr gesagt, also ich bringe heute Abend einen 12-jährigen DDR-Jungen mit, dass er bei uns übernachten kann. Okay, aber da hatte ich immer noch nicht eine Möglichkeit gehabt. Wir haben ja keine Telefonverbindung oder sonst sowas, nicht? Über hin und her. Und da kam mir plötzlich die Idee: Mensch, im Südharz, da gibt es noch eine Bahnlinie, da fuhr täglich ein Güterzug von Walkenried nach Elrich in die DDR. Ja. Da habe ich den Bahnhof angerufen. Da habe ich gesagt: So und so, ich habe hier einen Jungen aus der DDR. Mein Anliegen ist, dass die Angehörigen so schnell wie möglich benachrichtigt werden. Können Sie das übernehmen, dass Sie das weitervermitteln? Ja, sagte er, das macht er. Und so geschah es dann auch. Dann habe ich
den Jungen mit zu uns genommen, war nett zusammen. Aber ich musste oder wollte den Jungen ja auch so schnell wieder in die elterliche Umgebung übergeben. Was nun? Der nächste Übergang, Helmstedt im Norden, im Süden Bad Hersfeld, viel zu weit, alles viel zu umständlich. Und da habe ich gedacht, wenn da ein Güterzug rübergeht, warum kann man den Jungen nicht mitgeben? Den Bahnhof wieder angerufen, da habe ich gesagt, so und so, wann geht der nächste Güterzug? Ja, am Morgen, am Montag, Mittag. Können Sie den Jungen mitnehmen? Sie müssen aber verständigen und so weiter, dass das alles klappt. Ja, das machen wir. Gut, jetzt war ich die Sorge los. Ich kann den Jungen auf dem schnellsten Wege zurückgeben. Und am Montagmorgen, ehe ich mit ihnen zum Bahnhof Falkenried fuhr, habe ich ihn noch mitgenommen in den Ort Braunlage, so einen kleinen Laden, wo es Spielzeug gab. Da steuert er gleich auf so ein Regal zu mit einer Wasserspritzpistole. Die wollte er unbedingt haben, sagt der junge Mensch. Das kannst du uns aber nicht antun. Nicht? Dann heißt es wieder, wenn er im Westen, da gibt es nur Kriegsspielzeug. Der ließ sich nicht davon abbringen. Naja, ich habe gesagt, gut. Dann auch noch Matchbox und meine Frau hatte noch Apfelsinen und Bananen eingepackt und dann sind wir nach Falkenried gefahren. Da stand schon der Zug, die Lokomotive unter Dampf, haben ihn auf die Lokomotive gesetzt. Und dann habe ich da gefragt, kann man den Bahnhof Elrich irgendwo einsehen? Ja, also da müssen Sie da oben hoch auf den Berg, da ist so ein Aussichtspunkt. Ich also dahin gefahren und dann fuhr der Zug inzwischen rüber und dann konnte ich sehen, war vielleicht 600 bis 800 Meter weg, da stand ein Haufen Uniformierter, mindestens 10, und die haben den Jungen in Empfang genommen. Das war's dann, nicht? 14 Tage später bekamen wir einen Brief von den Eltern des Jungen, wo sie sich bedankt haben, und zum Schluss stand nur drin, wir müssen umziehen. Was auch immer dahinter steckte.